Wenn ich immer wieder gefragt werde, hier eine kleine Führung durch mein Büro. Starten tun wir mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch hier. Der ist unheimlich toll, weil da kann ich im Sitzen und im Stehen arbeiten. Ich fahre das Ding mal runter. Hier wunderschön runter und rauf zu fahren. Da kann ich abwechseln, kann ich im Sitzen arbeiten, kann ich im Stehen arbeiten. Und das ist optimal für mich, weil so schone ich meine Gesundheit und für die Produktivität, für die Birne hier ist es auch ganz gut, des Öfteren im Stehen zu arbeiten. Also Tipp Nummer 1, den ich auf jeden Fall habe, so einen höhenverstellbaren Schreibtisch dir zuordnen. Dann werde ich immer gefragt, wie sieht denn mein Filmequipment aus, wenn ich hier im Studio filme? Und da fangen wir gleich hier mit dieser Lampe an. Das ist meine Lampe, da spanne ich auch dann das iPhone hier ein. Und dann filme ich mich mit dem iPhone quasi und so entstehen alle meine Kurse. Du siehst hier auch die Wand, die Video-Wall, hier jetzt im Moment das schwarze Video-Wall, die kann ich hinauf. Hoppala, das ist das Falsche, jetzt kann ich die Bilder herunterlassen. Ja, dann kann ich Greenscreen-Videos machen, kann ich wieder hinauf tun. Wenn ich auf die andere Seite hinübergehe, da können wir dann die schwarze auch hochziehen. Und dann haben wir dahinter noch eine schöne weiße Wand, mit der ich auch filmen kann. Ja, was gibt es noch in meinem Büro Wichtiges? Natürlich mein MacBook Pro, ganz klar. Eine ganz wichtige Sache, ohne das würde ich nicht auskommen. Fürs Podcasten haben wir hier das Rode Podcaster Mikro, mit dem entstehen meine Podcasts und teilweise natürlich auch meine Hörbücher. Auch ein ganz, ganz spannendes Tool. Dann natürlich mein iPhone, mit dem gerade gefilmt wird, das ist noch sehr, sehr wichtig. Und ja, das war's. Dann noch Drucker, Scanner, Duplex-Einheit, ein paar Kleinigkeiten habe ich noch in Papierform in diesem Kasten hier. Aber ansonsten war's das schon wieder von dem, was es hier in meinem Büro gibt.